Mit täglich bis zu 450.000 Reisenden und an die 2.000 Zugabfahrten ist der Frankfurter Hauptbahnhof zusammen mit dem Münchner Hauptbahnhof nach dem Hamburger Hauptbahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof in Deutschland. In dieser Dokumentation möchte ich euch den Zugverkehr an diesem Bahnhof im Fahrplanjahr 2019 genauer vorstellen. Viel Spaß! Starten wir zunächst mit dem Fernverkehr. In Frankfurt halten 19 zweistündige Fernzuglinien, zwei davon halten allerdings nur am Flughafen und eine nur in Frankfurt Süd und am Flughafen. Alle anderen 16 Linien halten am Hauptbahnhof, die wir uns jetzt anschauen werden. Wir beginnen zunächst mit den Zügen nach Ostdeutschland. Einmal pro Stunde verkehrt ein ICE nach Leipzig. In der ungeraden Stunde fährt zur Minute 19 ein ICE der Linie 50 nach Dresden von Gleis 9. Er wird Erfurt in 2 Stunden und 20 Minuten, Leipzig in 3 Stunden und 8 Minuten und Dresden in knapp 4,5 Stunden erreichen. Zur geraden Stunde verkehrt zur Minute 14 ein ICE der Linie 11 von Gleis 8, dessen Zielbahnhof Berlin-Gesundbrunn ist. Dieser hält im Gegensatz zum Dresdner ICE nicht in Bad Hersfeld und Gotha. Er erreicht Erfurt daher schon nach 2 Stunden und 12 Minuten und Leipzig in etwas unter 3 Stunden. Berlin ist etwa 4 Stunden und 15 Minuten von Frankfurt entfernt. Die Züge um 6.14 Uhr und 12.14 Uhr fahren über Berlin hinaus bis Hamburg, beziehungsweise der um 6.14 Uhr weiter bis Kiel. Beide Linien beginnen wie die meisten Fernzüge aber nicht in Frankfurt. Der Dresdner ICE verkehrt in der Gegenrichtung nach Wiesbaden. Abfahrt ist zur Minute 42 der geraden Stunde auf Gleis 7. Die Fahrt bis Wiesbaden dauert 51 Minuten. Auf dieser Linie sind 230 km/h schnelle ICE-T-Züge unterwegs. Meist wird in Doppeltraktion eines 7-Wagen-Zuges der Baureihe 411 und eines 5-Wagen-Zuges der Baureihe 415 gefahren. Ein Zugteil verkehrt in der Regel nur bis Leipzig. Die Berliner ICEs fahren in der Gegenrichtung weiter über Stuttgart nach München. Sie tun dies immer zur Minute 50 der ungeraden Stunde von Gleis 9. Stuttgart ist nach 1 Stunde und 18 Minuten und München nach 3 Stunden und 37 Minuten erreicht. Hier kommen immer entweder die 280 km/h schnellen ICE 1 Züge oder die 250 km/h schnellen ICE 4 Züge zum Einsatz. Die angesprochen fährt immer zur ungeraden Stunde der ICE nach Dresden. Um auch in dieser Stunde einen Zug nach Berlin anzubieten, verkehrt dann immer zur Minute 2 ein ICE Sprinter nach Berlin, der nur in Erfurt und Halle hält. Der Zug fährt in der Regel von Gleis 13. Der Zug um 7.02 Uhr beginnt von Montag bis Freitag bereits in Darmstadt, der um 9.02 Uhr von Montag bis Samstag bereits in Saarbrücken und der um 11.02 Uhr von Samstag bis Sonntag bereits in Stuttgart. Diesen Strecken vor Frankfurt ist der Zug dann aber nicht als Sprinter unterwegs. In der Gegenrichtung existiert seltsamerweise nur die Durchbindung nach Saarbrücken, die dann von Sonntag bis Freitag 21.02 Uhr ab Frankfurt fährt. Auf dieser Linie kommen immer entweder 230 km/h schnelle ICE-T oder 330 km/h schnelle ICE-3-Züge zum Einsatz. Mit diesen Zügen beträgt die Fahrzeit bis Erfurt nur etwas über 2 und die nach Berlin unter 4 Stunden. Einmal pro Stunde nach Berlin gelangt man aber auch über Braunschweig, wo ebenfalls zwei zweistündige Linien unterwegs sind. Die Linie 13 Frankfurt Flughafen Berlin, die immer zur geraden Stunde fährt, hält nur in Frankfurt Flughafen und Frankfurt Süd und verkehrt meist mit ICE-T-Triebwagen. In der ungeraden Stunde hingegen fährt ein ICE der Linie 12 ab dem Frankfurter Hauptbahnhof, der meist auf Gleis 8 anzutreffen ist. Die Fahrt nach Kassel dauert 1,5 Stunden, die nach Braunschweig 2,3 Viertelstunden und die nach Berlin knapp 4,5 Stunden, wird man in etwa gleich schnell ist wie die Linie 11 über Leipzig. Die Linie 12 verkehrt in der Gegenrichtung immer zur Minute 50 der geraden Stunde nach Basel,
beziehungsweise um 8:50, 14:50 und 16:50 weiter bis Interlaken Ost. Auf der Linie 12 kommen aufgrund der nötigen Zulassung für die Schweiz aktuell noch ausschließlich ICE-Einsatz im Einsatz, die bis Karlsruhe 1 Stunde und 8 Minuten, bis Basel knapp 3 Stunden und bis Interlaken über 5 Stunden unterwegs sind. Zwischen Frankfurt und Mannheim ergänzen sich die Linien 11 und 12 zum Stundentakt. In Mannheim bilden sie dann immer einen Anschlussknoten an die Linien 42 Dortmund-München und 43 Dortmund-Basel, die nur am Frankfurter Flughafen halten. Die Verbindungen nach Basel und München bestehen somit mit Umstieg in Mannheim, von Frankfurt aus gesehen sogar stündlich. Als nächstes widmen wir uns den Zügen nach Hamburg. Es handelt sich um die beiden zweistündigen Linien 20 Zürich-Hamburg und 22 Stuttgart-Hamburg. Abfahrt nach Hamburg ist immer zur Minute 58 auf Gleis 8. Kassel wird nach 1 Stunde und 20 Minuten, Hannover nach 2 Stunden und 20 Minuten und Hamburg nach etwas über 3,5 Stunden erreicht. Die Züge um 5:06, 7:58, 13:58 und 16:58 fahren weiter nach Kiel. Bis dorthin benötigt man 4 3/4 Stunden. In der Gegenrichtung wird immer zur Minute 6 abgefahren. In der geraden Stunde geht es nach Zürich, zum Teil auch nur bis Basel, beziehungsweise um 5:50, 10:06 und 14:06 sogar weiter bis Chur. Die Fahrt nach Karlsruhe dauert 1 Stunde, die nach Basel knapp 3 Stunden, die nach Zürich 4 Stunden und die nach Chur 5 Stunden und 20 Minuten. Auf dieser Linie kommen ebenfalls noch ausschließlich IC1-Züge zum Einsatz. In der ungeraden Stunde hingegen wird nach Stuttgart gefahren. Die Züge machen einen Abstecher über den Frankfurter Flughafen und benötigen bis Stuttgart 1,5 Stunden. Hier kommen im Misch ICE1 und IC4 Triebwagen zum Einsatz. Karlsruhe und Hamburg werden aber nicht nur durch die Linie 20, sondern auch die Linie 26 verbunden, die seit Dezember 2018 ebenfalls als ICE unterwegs ist. Diese Linie nutzt im Gegensatz zur Linie 20 in der Regel die Altbaustrecken und hält 13 bis 15 Mal mehr. So erhalten auch Städte wie Darmstadt, Gießen oder Uelzen eine Fernverkehrsanbindung. Die Linie fährt im 2-Stunden-Takt mit ICE-T-Triebwagen. Abfahrt nach Karlsruhe ist zur Minute 20 der ungeraden Stunde von Gleis 13. Nach Heidelberg wird 53 Minuten lang gefahren und nach Karlsruhe 90 Minuten. Abfahrt nach Hamburg ist zur Minute 51 der geraden Stunde, ebenfalls von Gleis 11. Bis Kassel ist diese Linie 2 Stunden, bis Hannover 3 Stunden und bis Hamburg 4,5 Stunden unterwegs. Die Züge um 8:51 und 12:51 fahren weiter nach Stralsund, beziehungsweise je nach Wochentag und Jahreszeit auch teilweise darüber hinaus nach Binz auf Rügen. Bis Rostock fahren die Züge 6,5 Stunden und bis Stralsund 7,5 Stunden. Der Zug um 10:51 fährt nach Westerland auf Sylt, bis wohin man 8 Stunden und 15 Minuten unterwegs ist. Aufgrund des nötigen Lokwechsels fährt das Zugpaar nach Westerland nicht mit einem ICE-T-Triebwagen, sondern als lokbespannte IC-Garnitur mit einer Baureihe 101. Entsprechend fährt auch der Gegenzug 19:20 nach Karlsruhe lokbespannt. Die Züge in Richtung Karlsruhe werden bis Heidelberg von der Intercity-Linie 62 zum Stundentakt ergänzt. Die Züge dieser Linie fahren im 2-Stunden-Takt immer mindestens bis Stuttgart. Die meisten Züge fahren aber noch weiter. Der Zug um 8:20 fährt nach Klagenfurt, der um 12:20 nach Graz, der um 14:20 nach Klagenfurt, der um 16:20 nach Salzburg und der um 18:20 nach München. Alle Züge, die über die Landesgrenze hinaus nach Österreich fahren, sind als Eurocities im Fahrplan eingetragen. Sie fahren bis auf den Zug nach Klagenfurt um 8:20 jedoch alle mit deutschem Zugmaterial, sprich einer Baureihe 101 und Intercity 1 Garnituren. Nur der angesprochene Zug fährt mit einem Taurus-Sandwich und österreichischen IC-Wagen. Um Umläufe einzusparen, fährt von Montag bis Freitag der IC um 20:20 nach Stuttgart, ebenfalls mit einer solchen Garnitur, die zuvor aus Klagenfurt angekommen ist. Entsprechend fährt auch morgens ein IC von Stuttgart dann mit dieser Garnitur. Die Züge der Linie 62 gehören zu den wenigen Fernzügen, die hier in Frankfurt beginnen bzw. enden. Die 40-minütige Wendezeit verbringen die Züge immer auf den Gleisen 10 bis 12. Eine Fahrt bis Stuttgart dauert 1 Stunde und 30 Minuten, eine bis München 4 Stunden und 5 Minuten und eine bis Salzburg 5 Stunden und 20 Minuten.
Bis Graz benötigt man knapp 10 Stunden und bis Klagenfurt 9 Stunden. Am angesprochenen ÖBB-Zug 8.20 Uhr ab Frankfurt hängen sogar Kurswagen ins kroatische Zagreb, bis wohin die Fahrt dann 12,5 Stunden dauert. Samstags und sonntags fährt auch ein Railjet-Zug der ÖBB um 5.17 Uhr ab Frankfurt. Sein Zielbahnhof ist Budapest-Keleti, wohin er 11 Stunden unterwegs ist. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kommt um 0.42 Uhr der entsprechende Gegenzug in Frankfurt an. Neben diesen Fernzügen nach München über Stuttgart gibt es auch stündlich einen Zug über Nürnberg. Es handelt sich um die stündliche Linie 41 Ruhrgebiet München, auf der die 330 km/h schnellen ICE 3 zum Einsatz kommen. Als einzige Linie am Frankfurter Hauptbahnhof ist diese im Stundentakt unterwegs. Abfahrt nach München ist immer zur Minute 54 auf Gleis 7. Nürnberg erreicht der Zug nach 2 Stunden und München nach 3 Stunden und 15 Minuten, womit er 20 Minuten schneller ist als die Züge über Stuttgart. Bis auf die Züge 7.54 Uhr, 15.54 Uhr, 17.54 Uhr, 19.54 Uhr und 21.19 Uhr ab Frankfurt fahren die Züge in Ingolstadt ohne Halt durch. Der Zug 9.54 Uhr ab Frankfurt fährt am Samstag weiter bis Garmisch-Partenkirchen, für den er 4 Stunden und 48 Minuten benötigt. In der Gegenrichtung geht es immer zur Minute 10 nach Dortmund. Bis auf wenige Ausnahmen hält der Zug zwischen dem Frankfurter Flughafen und Köln nicht. Vereinzelte Leistungen legen aber auch Halte in Limburg-Süd, Montabaur und Siegburg-Bonn ein. Abgefahren wird in der Regel von Gleis 7. Köln ist bereits nach einer Stunde und 4 Minuten erreicht. Bis Dortmund benötigt man 2 Stunden und 20 Minuten. Zwischen Frankfurt und Nürnberg nutzt die Linie 41 dieselbe Strecke wie die Linie 91 Frankfurt-Wien. Diese ist im 2-Stunden-Takt unterwegs und verkehrt mit ICE-T-Triebwagen. Abfahrt in Frankfurt ist immer zur geraden Stunde zur Minute 19 oder 21, also etwa eine halbe Stunde zur Linie 41 versetzt, von diversen Gleisen zwischen 4 und 9. Der Zug um 10.21 Uhr fährt nicht nach Wien, sondern nach München bzw. freitags sogar weiter bis Seefeld in Tirol. In Würzburg besteht Anschluss an einen Zug von Hamburg kommend nach Wien. Die Fahrt bis Wien dauert 6 Stunden und 24 Minuten. Die drei letzten Züge um 18.22 Uhr, 20.22 Uhr und 22.22 Uhr ab Frankfurt fahren nicht mehr bis Wien. Der erste dieser drei endet in Passau, die beiden anderen in Nürnberg. Diese Züge fahren dann auch nicht mehr mit ICE-T-Triebwagen, sondern mit IC1-Garnituren. Genauso wie die ersten drei ICEs des Tages sind diese IC-Züge umsteigefrei mit der Linie 31 Frankfurt-Hamburg über das Ruhrgebiet durchgebunden. Diese Linie 31 fährt ebenfalls alle 2 Stunden und verlässt Frankfurt immer zur Minute 42 der ungeraden Stunde. Wenn der Zug aus Wien, München oder Passau kommt, fährt er immer auf Gleis 6 oder 7 ab, sonst beginnen die Züge auf Gleis 18. Die Fahrt nach Köln dauert mit diesen Zügen 2 Stunden und 20 Minuten, die bis Bremen 5,5 Stunden und die bis Hamburg 6,5 Stunden. Auch bei diesen Zügen gibt es Durchbindungen zu anderen Zielen. Der Zug um 6.38 Uhr ab Frankfurt fährt nach Westerland und der um 9.42 Uhr nach Kiel. Zwischen Frankfurt und Mainz ergänzen sich der IC 31 und die ICE-Linie Dresden-Wiesbaden zum Stundentakt. Vom Wiesbadener ICE aus besteht in Mainz immer Anschluss zu einem aus Stuttgart kommenden ICE nach Hamburg. Auch die Verbindung über den Rhein wird somit mittels Umstieg stündlich angeboten. Neben der langsameren Verbindung über den Rhein gibt es zwischen Frankfurt und Köln nach wie vor auch noch die zahlreichen Züge über die Neubaustrecke. Neben der bereits vorgestellten stündlichen Linie 41 und den stündlichen Zügen, die nur am Flughafen halten, gibt es pro Stunde noch meist ein bis zwei weitere Züge. Immer zur Minute 29 startet in Frankfurt meist auf den Gleisen 18 bis 20 ein ICE International. In der ungeraden Stunde fährt der Zug als Linie 78 nach Amsterdam, für den er 4 Stunden benötigt. In der geraden Stunde geht es als Linie 79 nach Brüssel, für den der Zug 3 Stunden und 6 Minuten benötigt. Diese sprinterähnlich verkehrenden Züge sind mit ICE-3ern unterwegs. Und während die Linien 41, 78 und 79, wie angesprochen, nur vereinzelt an den Unterwegsbahnhöfen Limburg-Süd, Montabaur, Siegburg-Bonn und Köln-Münn-Flughafen halten, hält die zusätzliche Linie 49 an allen oder zumindest einem Teil dieser Unterwegsbahnhöfe. Diese Linie ist nur zwischen Frankfurt und Köln unterwegs und verkehrt in einem unregelmäßigen Takt. Die Züge fahren mit ICE 3 und zum Teil auch mit ICE Velaro-Triebwagen.
Die letzte regelmäßig verkehrende Linie in Frankfurt ist die Linie 82 nach Paris. Sie bildet zwar keinen festen Takt, aber fährt im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden. Die 6 täglichen Züge verlassen Frankfurt immer zur Minute 58. 4 Züge fahren über Saarbrücken und 2 über Straßburg. Von beiden Relationen verkehrt ein Zugpaar als französischer TGV-Zug, der Rest fährt mit ICE Velaro-Zügen der Deutschen Bahn. Beide Züge bringen es auf 320 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Fahrzeit nach Paris beträgt über Frankfurt 3,75 Stunden und über Saarbrücken knapp 4 Stunden. Um 13.58 Uhr verkehrt ab Frankfurt zusätzlich noch ein TGV nach Marseille am Mittelmeer. Bis dorthin dauert die Fahrt knapp 8 Stunden. Ein weiteres exotisches Zugpaar in Frankfurt ist noch der Eurocity Express nach Mailand in Italien, der Frankfurt um 8.01 Uhr verlässt. Für seine Fahrt durch die Alpen nach Mailand benötigt der Zug 7,5 Stunden. Hier kommen die Schweizer Triebwagen vom Typ ETR 610 zum Einsatz. Neben diesen jetzt vorgestellten Zügen gibt es noch weitere Einzelleistungen auf verschiedenen Strecken, die hier nicht alle erwähnt werden können. Mit der Ausfahrt der Werbelok 101071 schließen wir jetzt das Kapitel Fernverkehr ab und widmen uns dem Regionalverkehr. Wir starten zunächst mit den Zügen gen Gießen, also jenen der Main-Weser-Bahn. Diese fahren immer von den Gleisen 11 bis 16 ab. Immer zur Minute 19 der ungeraden Stunde bricht meist auf Gleis 15 ein RE30 nach Kassel auf. Diese zweistündige Linie besitzt nur 11 Unterwegsbahnhöfe und damit gerade einmal 4 mehr als die ICE-Linie 26. Zum Einsatz kommen hier Dosto-Garnituren, die von einer Baureihe 146.3 gezogen werden. Sie bestehen, von der Lok aus gesehen, aus 3 gemischklassigen Dosto 94 Mittelwagen, einem reinen zweite Klasse Dosto 97 Mittelwagen, einem erst 2012 neu beschafften Dosto 07 Mittelwagen mit extra großem Fahrradabteil und einem normalen zweite Klasse Steuerwagen, bei dem es sich immer entweder um einen Dosto 94 oder 97 handelt. Alle Wagen, die teils der dritten und teils der vierten Generation zugehörig sind, wurden vor ein paar Jahren modernisiert und präsentieren sich seitdem identisch und zeitgemäß. Sie sind alle klimatisiert. Einziges Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Doppelstockwagen-Generationen ist der Steuerwagen. Der Steuerwagen Dosto 94 ist einer der dritten Generation und der Dosto 97 einer der vierten Generation, welcher einen moderneren Steuerkopf besitzt. Insgesamt bringt es eine solche Garnitur auf 60 erste Klasse und 665 zweite Klasse Sitzplätze. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km/h. Mit dem RE30 dauert eine Fahrt bis Gießen 40 Minuten, eine bis Marburg 58 Minuten und eine bis Kassel Hauptbahnhof 2 Stunden und 13 Minuten. Bis Kirchhain ergänzt sich der zweistündige RE30 mit dem ebenfalls zweistündigen RE98 zum Stundentakt. Der Zielbahnhof des RE98 ist zwar ebenfalls Kassel, allerdings hält er ab Kirchhain nördlich von Marburg dann überall und benötigt daher 20 Minuten länger bis Kassel, weshalb man nördlich von Kirchhain von keiner Taktergänzung mehr sprechen kann. Der RE98 führt bis Gießen immer einen zweiten Zugteil als RE99 nach Siegen mit. Zur Hauptverkehrszeit besteht der Zug zum Teil sogar aus 3 Zugteilen, wovon dann der mittlere meist in Gießen endet. Zum Einsatz kommen auf RE98 und RE99 160 km/h schnelle 3- und 5-Teiler des Fahrzeugtyps FLIR 2. Ein Dreiteiler besitzt 206 und ein Fünfteiler hat 316 Sitzplätze. Bei beiden Varianten sind davon 16 Erste-Klasse-Plätze. Die maximal zum Einsatz kommende Fahrzeugkombi, bestehend aus 2,5 und einem Dreiteiler, bringt es insgesamt auf 838 Sitzplätze. Betrieben werden diese beiden Linien von der Hessischen Landesbahn, kurz HLB. Die Züge fahren immer zur Minute 21 der geraden Stunde, meistens auf Gleis 15 ab. Eine Fahrt bis Gießen dauert wie mit dem RE30 40 Minuten. Der RE98 ist nach Kassel 2,5 Stunden unterwegs und der RE99 nach Siegen 1 Stunde und 45 Minuten. Um 17.31 Uhr ab Frankfurt gibt es einen RE99-Verstärker,
der den Umweg über Gießen auslässt und so bereits nach einer Stunde und 34 Minuten in Siegen ist. Während der RE98 erst ab Kirchheim überall hält, tut der Mittelhessen-Express dies bereits früher. Einmal pro Stunde startet ein Zug aus mindestens zwei Zugteilen am Frankfurter Hauptbahnhof. Zur ungeraden Stunde gibt es einen sogenannten schnellen Mittelhessen-Express zur Minute 51, der nur in Frankfurt-West, Friedberg, Bad Nauheim und Butzbach hält und Gießen nach 44 Minuten erreicht. Zur geraden Stunde hingegen gibt es einen langsamen Mittelhessen-Express zur Minute 31, der zusätzlich in Bad Vilbel und ab Friedberg überall hält und Gießen nach einer knappen Stunde erreicht. Immer in der Stunde, in der dieser langsame Mittelhessen-Express fährt, gibt es zur Minute 51 den ICE der Linie 26 Richtung Gießen. Mit RE30, RE98/99, dem schnellen Mittelhessen-Express und der ICE Linie 26 gibt es so einen 30-Minuten-Takt zwischen Frankfurt und Gießen. Nördlich von Gießen halten dann alle Mittelhessen-Express-Züge überall und ergänzen sich zum Stundentakt. Der vordere Zugteil fährt als RB41 nach Dreisa, zum Teil nur bis Stadt Allendorf oder Marburg. Für den hinteren Zugteil geht es als RB40 nach Dillenburg. Die Züge fahren bunt gemischt von den Gleisen 14 bis 16 ab. Eine Fahrt nach Marburg dauert zwischen 82 und 94 Minuten und eine bis Dreisa zwischen 1 Stunde und 52 Minuten und 2 Stunden und 9 Minuten. Bis Dillenburg benötigen die Züge 1,5 Stunden bis 1 Stunde 50 Minuten. Auf dem Mittelhessen-Express ist die DB Regio mit 160 km/h schnellen, vierteiligen Talent-2-Zügen der Baureihe 442 unterwegs, die 229 Sitzplätze bieten. In der HVZ fahren zum Teil wie auf dem RE98/99 drei Zugteile, bei denen dann auch drei Teiler mit eingereiht werden können. Insgesamt kommt man dann auf bis zu 687 Sitzplätze. Im Berufsverkehr gibt es zwischen Frankfurt und Gießen sowie zum Teil weiter bis Marburg auch noch etliche Verstärker, die teils ab Friedberg und teils erst ab Gießen überall halten. Die meisten dieser Verstärker sind mit den 6 DOS-Garnituren, wie sie auf dem RE30 zum Einsatz kommen, unterwegs. Bei diesen Verstärkern werden aber auch oft 114er angehängt. Vereinzelt gibt es auch 114er auf Umläufen bis Kassel. Zuletzt gibt es auf der Main-Weser-Bahn doch die RB34 nach Glauburg-Stockheim. Die Züge fahren immer zur Minute 46 von Gleis 14 oder 16 und benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 9 Minuten. Für Montag bis Freitag wird zwischen 16 und 18 Uhr alle halben Stunden gefahren. Zum Einsatz kommen hier Triebwagen der Baureihe 642, auch als die Zero Classic bekannt. Diese 160 km/h schnellen Fahrzeuge bieten ca. 110 Sitzplätze. Im Berufsverkehr kommen bis zu 3 Einheiten zum Einsatz, die dann 330 Sitzplätze bieten. Doch da auch das nicht genug für die vielen Pendler auf dieser Strecke ist, fahren die Züge um 16.44 Uhr und 17.16 Uhr ab Frankfurt nicht mit 642ern, sondern mit 4 Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245. Zwei Verstärker mit selbigem Zugmaterial gibt es auch auf der RB48 nach Nidda, die ansonsten nicht zum Frankfurter Hauptbahnhof kommt. Während die Verstärker morgens alle getrennt nach Frankfurt fahren, sind sie am Nachmittag bis Bad Vilbel als gemeinsame 8-Wagen-Sandwich-Garnitur unterwegs. Die beiden 4-Wagen-Garnituren bieten jeweils 470 Sitzplätze. Neben den beiden Dosto-Verstärkern gibt es auf der RB48 noch einen weiteren Verstärker ab Frankfurt, der von der HLB mit 2646ern unterwegs ist. Dieser fährt um 18.44 Uhr ab Frankfurt und benötigt bis Nidda 1 Stunde und 15 Minuten. Nachdem wir das Kapitel Main-Weser-Bahn jetzt abgehakt haben, machen wir weiter mit den Zügen in Richtung Hanau, die Frankfurt in der Regel von den Gleisen 4 bis 13 verlassen. Starten wir mit den Zügen auf der Kinzigtalbahn in Richtung Fulda. Hier sind die beiden stündlichen Linien RE50 Frankfurt-Fulda und RB51 Frankfurt-Wächtersbach unterwegs. Die RB51 hält ab Hanau und der RE50 ab Wächtersbach überall.
Der RE50 startet in Frankfurt immer zur Minute 26 von den Gleisen 4 bis 18. Er benötigt bis Hanau 20 Minuten und bis Fulda 1 Stunde und 23 Minuten. Da die Züge in der Gegenrichtung zur Minute 28 ankommen und man eine 58-minütige Wendezeit auf den vielbefahrenen mittleren Gleisen des Hauptbahnhofs vermeiden will, wendet der angekommene RE50 dann auf eine RB51 nach Wächtersbach, die dann zur Minute 42 von den Gleisen 10 bis 13 startet. Gleiches Prozedere gilt natürlich auch für die Gegenrichtung. Die RB51 benötigt bis Hanau ebenfalls 20 Minuten und bis Wächtersbach genau eine Stunde. Zu diesen Zügen hinzu kommen pro Linie 3 Verstärker. Die RE50 Verstärker fahren in Frankfurt um 15.50 Uhr, 16.50 Uhr und 17.50 Uhr, beziehungsweise Freitag alle eine Stunde früher ab und benötigen bis Fulda über 1,5 Stunden, da sie zahlreiche Fernverkehrsüberholungen im vielbefahrenen Kinzigtal in Kauf nehmen müssen. Der Zug um 15.50 Uhr fährt weiter bis Bebra, bis wohin er 2 Stunden und 21 Minuten benötigt. Auch der vorletzte Zug des Tages um 22.26 Uhr fährt weiter bis Bebra, der aufgrund der wegfallenden Überholungen trotz der Tatsache, dass er auch hinter Fulda überall hält, nur 2 Stunden und 15 Minuten braucht. Auf der RB51 gibt es, wie angesprochen, ebenfalls 3 Verstärker, die um 16.02 Uhr, 17.02 Uhr und 18.02 Uhr ab Frankfurt fahren. Der Zug um 17.02 Uhr fährt dabei allerdings erst ab Frankfurt Süd, aufgrund der zu starken Auslastung des Hauptbahnhofs. Hinzu kommt noch ein weiterer Verstärker nach Fulda, der 18.18 Uhr ab Frankfurt fährt. Dieser Zug, der einen ehemaligen IC-Verstärker ersetzt, hält nur in Frankfurt Süd, Hanau, Bad Sohnsal, Münster und Schlüchtern und benötigt bis Fulda nur 1 Stunde und 12 Minuten. Morgens nach Frankfurt gibt es sogar 2 dieser sogenannten Hessen-Expresse. Dafür gibt es dann einen RE50-Verstärker weniger. Auf RE50 und RB51 kommen dieselben 6 Wagengarnituren wie auf dem RE30 zum Einsatz, hier allerdings immer mit einer Baureihe 114. Die RB51-Verstärker sowie die RB51-Garnitare des Randlagen fahren nur mit 4 Wagengarnituren. An diesen Verstärkergarnituren sind auch oft 111er anzutreffen. Die RE50-Verstärker fahren mit den normalen Garnituren. Dafür sind aber die normalen RE50er mit sogenannten Verlängerungen unterwegs. Bei den Zügen 15.26 Uhr und 16.26 Uhr werden dann 2, bei dem um 17.26 Uhr sogar 3 zusätzliche Wagen und eine weitere Lok angehängt, womit das Platzangebot zum Teil auf über 1000 Sitzplätze steigt. Der angesprochene Hessen-Express fährt seit dem Fahrplanwechsel meist mit einer Garnitur aus 4 ehemaligen RB75-Dostos der 4. Generation. Weiter geht's mit den Zügen auf der Main-Spessart-Bahn, sprich der Bahnstrecke über Aschaffenburg nach Würzburg. Hier verkehrt im Stundentakt der Main-Spessart-Express, bei dem es 2 Fahrtmöglichkeiten gibt. Zum einen den zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch verkehrenden RE54 und zum anderen den südmainisch verkehrenden RE55. Meist sind die Züge immer im Wechsel anzutreffen, zur ungeraden Stunde ab Frankfurt ein RE54 und zur geraden ein RE55. Ausnahmen gibt es im Berufsverkehr, zu dem alle Züge als RE55 fahren, und zur Schwachverkehrszeit, sprich spätabends und sonntagvormittags, zu der alle Züge als RE54 fahren. Da die Züge hier in Frankfurt etwa eine Stunde Wendezeit haben, aber auf den schon angesprochenen stark frequentierten Mittelgleisen fahren, werden sie zwischendurch abgestellt. Meist etwa 10 bis 15 Minuten vor Abfahrt werden sie dann wieder bereitgestellt. Der RE54, der in der Regel zur ungeraden Stunde abfährt, startet zur Minute 30 und der in der Regel zur geraden Stunde abfahrende RE55 zur Minute 34. Gleistechnisch sind Abfahrten von 4 bis 10 bunt gemischt anzutreffen. Die Züge benötigen bis Hanau 21 Minuten, bis Aschaffenburg 41 Minuten und bis Würzburg 1 Stunde und 47 Minuten.
Der L54 ist jeweils 4 Minuten länger unterwegs. Der Zug zur ungeraden Stunde ab Frankfurt, also meistens der L54, fährt in der Regel weiter nach Bamberg. Eine Fahrt bis dorthin dauert 3 Stunden. Am Wochenende gibt es mit dem Freizeitexpress Frankenland noch zweimal täglich um 9.01 Uhr und 15.01 Uhr ab Frankfurt einen 15 Minuten schnelleren Zug nach Bamberg, der zwischen Gemünden und Schweinfurt eine Direktverbindung nutzt. Auf all diesen Zügen kommen Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 445 zum Einsatz. Es handelt sich um 160 km/h schnelle 4-Wagen-Züge mit ca. 320 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr gibt es bis Aschaffenburg oder Würzburg auch Doppeltraktionen. Der nordmainische RE54 hält, wie auf der Karte schon zu sehen war, überall. Er ergänzt sich dort mit der RB58 Frankfurt-Laufach zu einem 30-Minuten-Takt. Diese startet wegen zu starker Auslastung des Hauptbahnhofs allerdings erst in Frankfurt-Süd. Um den Halbstundentakt aber taktlückenfrei zu gestalten, gibt es immer in der Stunde, in der ein südmainischer RE55 fährt, einen zusätzlichen RB58-Zug von Frankfurt nach Hanau. Und dieser startet am Hauptbahnhof. Die Ankunfts- und Abfahrtzeiten sind identisch zum RE54. Daher wird auch die RB58 immer während der Wendezeit abgestellt. Abfahrt ist dann meist zur geraden Stunde zu Minute 30. Auch hier sind verschiedenste Gleise anzutreffen. Am häufigsten kommen aber Abfahrten von Gleis 7 oder 8 vor. Hier kommen 160 km/h schnelle Elektrotriebwagen der Baureihe 1440 in 3- und 4-teiliger Ausführung zum Einsatz. Ein Dreiteiler hat 185 und ein Vierteiler 239 Sitzplätze, wovon jeweils 12 Erste-Klasse-Sitzplätze sind. Meist kommen Doppeltraktionen zum Einsatz. Während zum Beispiel die Züge nach Gießen alle sehr schön verteilt fahren und einen Halbstundentakt bilden, sind die nach Hanau sehr ungleichmäßig verteilt. So fahren zwischen den Minuten 25 und 45 3 bis 5 Regionalzüge nach Hanau, dafür über die restliche Stunde verteilt bis auf Verstärker keine. Dafür fahren dann zwischen den Minuten 50 und 20 4 bis 6 Fernzüge über diese Strecke. Ähnlich schnelle Züge auf vielbefahrenen Strecken in Blöcken fahren zu lassen, ergibt zwar wie am Beispiel der Strecke nach Hanau gut zu sehen ungleichmäßige Vertaktungen, ist allerdings trassentechnisch deutlich sinnvoller, da so unnötig viele Überholungen vermieden werden können. Vorausgesetzt natürlich, die Züge sind pünktlich. Nach Hanau gibt es zu guter Letzt noch den RE85 in den Odenwald, der meist im 2-Stunden-Takt verkehrt. Der Zielbahnhof des Zuges ist unter der Woche Großumstadt Wiebelsbach. 2 Züge im Berufsverkehr und der RE85 am Wochenende fahren weiter bis Erbach. Abfahrt ist zu Minute 38 der geraden Stunde, meist auf Gleis 12. Die Fahrt bis Hanau dauert 18 Minuten und die bis Wiebelsbach 59 Minuten. Züge bis Erbach benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 20 Minuten. Zusätzlich zum RE85 gibt es noch einen Verstärker der Linie RB86 nach Großumstadt-Wiebelsbach, der Frankfurt um 17.42 Uhr verlässt und bis Hanau nordmainisch verkehrt. Da der RE85 theoretisch ebenfalls eine knappe Stunde Wendezeit in Frankfurt hätte, ist er umsteigefrei mit der RB82 verbunden, die ebenfalls alle 2 Stunden in den Odenwald verkehrt, allerdings über Darmstadt Nord und Oberramstadt. Hier fahren alle Züge bis Erbach. Im Berufsverkehr ist diese Linie stündlich unterwegs und es fahren einzelne Züge weiter bis Eberbach. Abfahrt ist für diese Linie in Frankfurt immer zur Minute 25 der ungeraden Stunde, ebenfalls auf Gleis 12. Bis Darmstadt Nord dauert die Fahrt 19 Minuten, bis Großumstadt Wiebelsbach 50 Minuten und bis Erbach 1 Stunde und 23 Minuten. Züge bis Erbach benötigen für ihre Reise 1 Stunde und 53 Minuten. Das Netz der Odenwaldbahn wird von der Vias betrieben, die hier 140 km/h schnelle Dieseltriebwagen der Baureihe 615, auch als Itino bekannt, einsetzt. Ein solcher Triebwagen bietet 119 Sitzplätze. Auf der Odenwaldbahn kommt es zum Einsatz von bis zu 3 Zugteilen. Auf der RB86, also dem Verstärker um 17.42 Uhr ab Frankfurt, kommen keine 615, sondern 622 Triebwagen zum Einsatz.
Die RB 82 verlässt Frankfurt in Richtung Main-Neckar-Bahn, womit wir uns der nächsten Richtung widmen. Auch diese Züge sind alle auf Gleis 4 bis 13 anzutreffen. Bevor wir uns den Zügen nach Darmstadt widmen, schauen wir uns noch die RB 61 nach Dieburg an. Die Züge dieser sogenannten Dreieichbahn starten von Montag bis Samstag stündlich in Frankfurt, immer zur Minute 15, meistens auf Gleis 11. Auf dieser Strecke kommen aktuell 4 verschiedene Fahrzeugtypen zum Einsatz. Bisher verkehrten hier 6 42 Triebwagen in Einfach- oder Doppeltraktion mit je 110 Sitzplätzen. Seit dem 2. Februar sind die meisten der bis Frankfurt fahrenden Züge aber bereits mit den neuen Pesa-Link-Triebwagen unterwegs. Es kommt sowohl die zweiteilige Ausführung als Baureihe 632 als auch die dreiteilige Ausführung als Baureihe 633 zum Einsatz. Die 632er bieten 110 Sitzplätze und die 633er 160. Es werden regelmäßig auch doppelte 633er eingesetzt, die dann 100 Sitzplätze mehr als die bisherigen 642 Doppeltraktion bieten. Im morgendlichen Berufsverkehr gibt es dazu noch 2 Verstärker. Der um 7.34 Uhr an Frankfurt verkehrt aktuell noch mit einer Dreifachtraktion 646, künftig dann aber ebenfalls mit Pesas. Aber auch in Zukunft wird der zweite Verstärker 8.32 Uhr an Frankfurt von der Vias mit Itinos befahren. Jetzt aber zu den Darmstädter Zügen, die in der Regel alle halben Stunden fahren. Immer zur Minute 6 startet in Frankfurt eine Regionalbahn der Linie 68 nach Heidelberg. Von Montag bis Freitag fahren die meisten Züge weiter bis Wiesloch-Walldorf. Theoretisch sollte die Linie in Neuedingen-Friedrichsfeld einmal geteilt werden und der hintere Zugteil dann als RB 67 nach Mannheim fahren. Diese Zugteilung wird erfolgen, sobald der Umbau des Knotens rund um Neuedingen abgeschlossen ist. Abfahrt für diese Züge ist immer auf Gleis 10 bis 13. Eine Fahrt bis Darmstadt dauert 19 Minuten, eine bis Bensheim ca. 50 Minuten, eine bis Heidelberg etwas über 1,5 Stunden und eine bis Wiesloch-Walldorf etwa 1,75 Stunden. Bis Mannheim dauert die Fahrt künftig einmal 1 Stunde und 35 bis 40 Minuten. Durch Überholungen und mehr variieren die Fahrzeiten südlich von Darmstadt immer um einige Minuten. Um eine halbe Stunde versetzt fährt zur Minute 34 ein Regionalexpress der Linie 60. In der geraden Stunde fährt der Zug bis Mannheim, in der ungeraden endet er bis auf Ausnahme im Berufsverkehr in Darmstadt. Bis Darmstadt sind die Züge 17 Minuten, bis Bensheim 35 Minuten und bis Mannheim 1 Stunde und 6 Minuten unterwegs. Wie bereits erwähnt, gibt es Ausnahmen, was die Darmstadt endenden Züge betrifft. So fährt der Zug 15.34 Uhr ab Frankfurt als RE60 bis Mannheim und der um 17.34 Uhr fährt ebenfalls weiter bis Mannheim, allerdings als überall haltende RB 67. Genauso lange bis Mannheim wie der RE60 benötigt auch der RE70, der über die Riedbahn fährt und in Frankfurt zur Minute 12, also auch wieder um etwa eine halbe Stunde zum RE60 versetzt, abfährt. Der RE70 verkehrt stündlich und benötigt bis Riedstadt-Gordelau 29 Minuten, bis Biblis 48 Minuten und bis Mannheim 1 Stunde und 7 Minuten. Die Linien RE60, RB67, RB68 und RE70 bilden zusammen das Netz des Main-Neckar-Ried-Express, auf dem Twindex-Doppelstock-Triebwagen zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zum Main-Spessart-Express tragen die hier eingesetzten Twindexe aber die Baureihennummer 446, da sie einen etwa 20 cm höheren Einstieg für einen optimalen Mischbetrieb mit der Baureihe 425 besitzen. Hier kommen sowohl 3- als auch 4-teilige Triebzüge zum Einsatz. Ein Dreiteiler bietet 270 und ein Vierteiler 383 Sitzplätze. Auf der RB 68 kommen aufgrund der theoretischen Zugteilung bereits heute fast immer Doppeltraktion, meist aus 2 Vierteilern zum Einsatz, die dann bis zu 766 Sitzplätze bieten. Auf den Linien RE 60 und RE 70 sind im Berufsverkehr ein 4 plus ein Dreiteiler unterwegs, sonst fährt meistens nur ein Vierteiler. Die Fahrzeuge sind alle 160 km/h schnell.
Der RE70 startet in der Regel auf Gleis 17 und fährt in Richtung Frankfurt-Niederrad aus, was auch die Züge nach Mainz tun, beziehungsweise zumindest jene davon, die südmainisch fahren. Es verkehren hier zwei zweistündige, sich nur grob ergänzende RE-Linien. Eine davon ist der RE3 nach Saarbrücken, der in Frankfurt immer zur Minute 25 der geraden Stunde meist auf Gleis 20 startet. Bis Mainz benötigt er 33 Minuten, bis Bad Kreuznach eine Stunde, bis Idar-Oberstein 1 Stunde und 40 Minuten und bis Saarbrücken 2 Stunden und 33 Minuten. Im Berufsverkehr verkehrt der RE3 stündlich. Außerdem gibt es im Berufsverkehr auch drei Verstärker der Linie RB31 um 15, 16 und 17.58 Uhr von Gleis 20 bis 22, deren Zielbahnhof Alzey ist. Bis dorthin sind sie 1 Stunde und 23 Minuten unterwegs. Auf dem RE3 und der RB31 kommen Triebwagen der Baureihen 620 und 622 zum Einsatz. Die zweiteiligen 622er bieten 162, die dreiteiligen 620er 264 Sitzplätze. Beide Fahrzeuge sind 140 km/h schnell und fahren mit bis zu 3 Einheiten auf diesen Linien. Betreiber der Linien ist Flex. Die zweite Linie in diese Richtung gehört zum Netz des Südwestexpress, kurz SÜWEX. Es handelt sich um den zweistündigen RE2 nach Koblenz, der zur Minute 8 meist von Gleis 20 startet. Mainz erreicht der Zug nach 41 Minuten, Bingen nach 1 Stunde und 3 Minuten und Koblenz nach 1 Stunde und 48 Minuten. Im Berufsverkehr fährt die Linie stündlich, die Verstärker halten aber 6-mal mehr und werden von Flex mit deren Linz betrieben. Die anderen RE2-Züge gehören zum SÜWEX und werden von der DB Regio betrieben. Zum Einsatz kommen FLIR3 Elektrotriebwagen in fünfteiliger Variante und spezieller für lange Reisen geeigneter Ausstattung zum Einsatz. Sie sind 160 km/h schnell und bieten ca. 350 Sitzplätze. Im Berufsverkehr kommen in der Regel Doppeltraktionen zum Einsatz. Neben dem RE2 beginnen in Frankfurt noch zwei weitere SÜWEX-Linien, nämlich der RE4 nach Karlsruhe und der RE14 nach Mannheim. Die erst seit dem letzten Fahrplanwechsel neu nach Frankfurt verlängerten Züge starten aktuell fast immer auf Gleis 1a. Zur geraden Stunde ist bis auf Ausnahmen immer ein RE14 anzutreffen, dessen Zielbahnhof Mannheim ist, und zur ungeraden Stunde ist meist ein RE4 nach Karlsruhe anzutreffen. Um auf dem RE4, der im südlicheren Abschnitt auch eingleisige Strecken verkehrt, nicht die Zuverlässigkeit zu verringern, ist die Linie aktuell in Mainz gebrochen. So besteht nur eine Direktverbindung von Karlsruhe nach Frankfurt, aber keine von Frankfurt nach Karlsruhe. Wenn sich im Lauf des Jahres 2019 herausstellt, dass die Verspätungen, die beim RE4 zwischen Frankfurt und Mainz entstehen, für die eingleisigen Streckenabschnitte nicht gravierend sind, dann wird es wohl ab dem nächsten Fahrplanwechsel auch die entsprechende Direktverbindung nach Karlsruhe geben. Die Züge des RE4 und RE14 verlassen Frankfurt immer zur Minute 38. Die Fahrt bis Mainz dauert 33 Minuten, die bis Worms 62 Minuten und die bis Mannheim 1 Stunde und 23 Minuten. Damit ist der Zug im Übrigen immer noch schneller als die direkte RB67 über Darmstadt, die überall hält. Auf RE4 und RE14 kommen zwar meistens die SÜWEX-Triebwagen zum Einsatz, aber auch Einsätze von für 25ern der S-Bahn Rhein-Neckar und Flex-Zügen kommen vor. Ein Flex-Zug um 19.38 Uhr ab Frankfurt fährt auch umsteigefrei weiter bis Baumholder. Die Züge des RE4 und 14 fahren im Gegensatz zu den RE2 und 3 Zügen nicht südmainisch über den Flughafen und Rüsselsheim, sondern nordmainisch über Höchst, was natürlich auch noch andere Linien tun. Die erste, die wir davon betrachten wollen, ist die RB10 nach Neuwied über Wiesbaden und Koblenz, die im Gegensatz zum linksrheinischen RE2 rechtsrheinisch verkehrt. Die Züge fahren im Stundentakt. Im Berufsverkehr in Lastrichtung und von Mai bis Oktober an Wochenenden in beide Richtungen auch im Halbstundentakt. Der Halbstundentakt im Berufsverkehr reicht aber nur bis Koblenz und der am Wochenende nur bis Assmannshausen.
Abfahrt der Züge ist immer zur Minute 53 bzw. für die Verstärker zur Minute 23 von den Gleisen 22 bis 24. Wiesbaden wird nach 35 Minuten, Bingen nach 1 Stunde und 40 Minuten, Koblenz nach 2 Stunden und 13 Minuten und Neuwied nach 2 Stunden und 33 Minuten erreicht. Hinzu kommen von Montag bis Freitag um 7.11 Uhr und 17.09 Uhr Verstärkerzüge der Linie RE9, die nach Eltville verkehren und nicht über den Wiesbadener Hauptbahnhof fahren, womit sie etwa 10 Minuten Fahrzeit einsparen. Betreiber der RB10 ist wie bei der Odenwaldbahn die Vias. Zum Einsatz kommen hier Fleet 1 Elektrotriebwagen in vierteiliger Ausführung als Baureihe 428 und in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 427. Ein Dreiteiler bietet 181 und ein Vierteiler 219 Sitzplätze. Doppeltraktionen kommen hier fast immer vor. Stündlich gelangt man auch über die Main-Lahn-Bahn nach Limburg. Hier ist die RB22 unterwegs, die wie angesprochen stündlich fährt und Frankfurt immer zur Minute 31 verlässt. Im Berufsverkehr kommt der RE20 hinzu, der Frankfurt zur Minute 1 verlässt. Die RB22 fährt im Berufsverkehr dann außerdem nicht mehr zur Minute 31, sondern im Halbstundentakt zu den Minuten 13 und 43 ab, sodass es im Berufsverkehr dann 3 Fahrten pro Stunde von Frankfurt bis Limburg gibt. Bis auf wenige Züge im Berufsverkehr, die von Gleis 21 oder 22 fahren, starten alle Züge von Gleis 1 bis 3. Bis Niedernhausen dauert eine Fahrt mit allen Zügen 29 Minuten. Limburg ist mit der RE22 in 1 Stunde und 10 Minuten und mit dem viermal weniger haltenden RE20 bereits nach 1 Stunde und 3 Minuten erreicht. Zum Einsatz kommen hier Doppelstock-Wendezüge, bestehend aus 3 bis 5 Dosto 07 Wagen, die umlauftechnisch so verteilt sind, dass auf den nachfragestarken Zügen die 5 und auf den nachfrageschwachen Zügen die 3 Wagenzüge zum Einsatz kommen. Oft kommen aber auch Garnitur mit 4 Wagen zum Einsatz. Gezogen bzw. geschoben werden alle Züge von E-Loks der Baureihe 143. Zuletzt steht noch die RB12 an, die ebenfalls in Richtung Höchst verkehrt. Alle 30, sonntags nur alle 60 Minuten, geht es von Frankfurt nach Königstein. Die Züge fahren zu den Minuten 17 und 47, meist von Gleis 22 oder 23 ab, und erreichen Königstein nach 36 Minuten. Auf dieser S-Bahn-ähnlichen Linie kommen zwei verschiedene Dieseltriebwagentypen zum Einsatz. Zum einen die neueren Lind 41, auch als Baureihe 648 bekannt, mit ca. 130 Sitzplätze. Zum anderen die älteren VT2E, auch als Baureihe 609.0 bekannt, mit 92 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr kommen auch Doppel-, Dreifach- und vereinzelt sogar Vierfach-Traktionen vor. Die Linie wird von der HLB betrieben. Selbe Fahrzeuge und derselbe Betreiber sind auch auf der RB15 anzutreffen, deren Verstärkerzüge im Berufsverkehr hier in Frankfurt beginnen. Von 6 bis 9 Uhr zu Minute 43, von 15 bis 18 Uhr zu Minute 31 und um 19.13 Uhr startet auf Gleis 22 oder 23 Züge nach Gräfenwiesbach, die meist weiter bis Brand-Oberndorf fahren. Bis Bad Homburg dauert die Fahrt 28 Minuten, bis Usingen 1 Stunde und 6 Minuten, bis Gräfenwiesbach 1 Stunde und 22 Minuten und bis Brand-Oberndorf 1 Stunde und 34 Minuten. Damit haben wir jetzt auch den Block Regionalverkehr hinter uns und können weitermachen mit den Linien der S-Bahn Rhein-Main, die alle 9 hier im Frankfurter Hauptbahnhof halten. Die Linien S1 bis S6, S8 und S9 halten alle im Tiefbahnhof auf Gleis 101 bis 104 und die S7 sowie auch S8-Verstärker zum Flughafen, am Wochenende S1-Verstärker nach Höchst und vereinzelt auch andere S-Bahn-Züge fahren oben aus der Bahnhofshalle. Dabei fährt die S7 von Gleis 1 bis 3 und die anderen Züge alle von Gleis 18 bis 23, wobei die zusätzlichen Messezüge bzw. S6-Umleiter wegen dem Main-Weser-Bahn-Ausbau auch auf Gleis 11 bis 16 anzutreffen sind. Auch weitere Ausnahmen sind natürlich jederzeit möglich.
Die S1 verkehrt von Rödermark über Roden durch das Rottgau und über Offenbach nach Frankfurt sowie dann nordmainisch über Höchst, Hattersheim und Hochheim nach Wiesbaden. Die S2 startet in Dietzenbach und fährt wie die S1 über Offenbach und Frankfurt bis Frankfurt-Höchst, dann aber durch den Taunus über Hofheim und Eppstein nach Niedernhausen. Die S3 verbindet Darmstadt über Langen, Neu-Isenburg, Frankfurt, Eschborn und Schwalbach mit Bad Soden und wird von der S4 zwischen Langen und Niederhöchstadt verstärkt, die dann nach Kronberg weiterfährt. Die S5 fährt wie die S3 und 4 am Rand des Taunus entlang und verbindet Frankfurt Süd mit Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf. Die S6 startet ebenfalls in Frankfurt Süd und verbindet über Bad Vilbel, Großkarben und Niederwöllstadt Friedberg. Die S7 startet hier am Hauptbahnhof und fährt über Walldorf, Mörfelden und Groß-Gerau-Dornberg nach Riedstedt-Goddelau. Die Linie S8 fährt von Wiesbaden zunächst nach Mainz und dann über Bischofsheim, Rüsselsheim und den Frankfurter Flughafen nach Frankfurt, von wo aus es weiter bis Offenbach-Ost und im Berufsverkehr weiter bis Hanau geht. Die S9 tut Gleiches, fährt aber nicht über Mainz und immer bis Hanau. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt, allerdings ergänzen sich S3 und S4 sowie S8 und S9 auf den gemeinsam genutzten Streckenabschnitten jeweils zum 15-Minuten-Takt. Von Montag bis Freitag sind zudem die S2 sowie die S1 zwischen Rödermark über Roden und Hochheim, die S5 zwischen Frankfurt Süd und Bad Homburg und die S6 zwischen Frankfurt Süd und Großkarben viertelstündig unterwegs. Am Samstag sind nur S1 und S5 verstärkt, wobei bis auf Ausnahmen die S1-Verstärker dann nur zwischen Offenbach und Frankfurt Höchst pendeln. Hinzu kommen von Montag bis Freitag noch unregelmäßige S8-Verstärker zum Frankfurter Flughafen oder nach Kelsterbach, die es so ähnlich auch bei Fußballspielen gibt. Wenn von Montag bis Freitag die maximale Verstärkung vorliegt, ergänzen sich S1, 2, 8 und 9 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Offenbach Ost sowie S3 bis 6 zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd jeweils zu einem 5-Minuten-Takt. Hier im Hauptbahnhof fährt dann somit pro Richtung alle 2,5 Minuten eine S-Bahn, die immer abwechselnd nach Offenbach oder Frankfurt Süd bzw. in die Gegenrichtung nach Frankfurt West oder in Richtung Flughafen oder Höchst fährt. Hinzu kommt natürlich die S7, die in Frankfurt immer zu den Minuten 20 und 50 aufbricht. Eine Fahrt vom Frankfurter Hauptbahnhof ausgehend dauert nach Wiesbaden je nach Linie zwischen 42 und 53 Minuten, nach Niedernhausen 34 Minuten, nach Höchst 9 Minuten, nach Eschborn 12 Minuten, nach Bad Soden 25 und nach Kronberg 22 Minuten, nach Bad Homburg 21 Minuten, nach Friedrichsdorf 26 Minuten, nach Bad Vilbel 20 und bis Friedberg 37 Minuten, nach Offenbach Ost 18 Minuten, nach Hanau 30 Minuten, nach Rödermark über Roden 44 und nach Dietzenbach 32 Minuten, nach Frankfurt Süd 10 Minuten, nach Langen 25 Minuten, nach Darmstadt 39 Minuten, nach Riedstedt-Goddelau 35 bis 41 Minuten, nach Mainz 38 Minuten, nach Rüsselsheim 23 Minuten und zum Flughafen 10 Minuten. Auf den Linien 2 bis 6 kommen Elektrotriebwagen der Baureihe 423 mit 192 Sitzplätzen. Und auf den Linien 1, 8 und 9 für 30 Triebwagen mit 184 Sitzplätzen zum Einsatz. Auf der S7 fahren aktuell ebenfalls noch 430er. Im Lauf des Jahres 2019 soll allerdings die Umstellung auf modernisierte 425er erfolgen. Bis auf die Linien S4 und S7, auf der maximal eine Doppeltraktion zum Einsatz kommen, kommen auf allen Linien im Berufsverkehr auch Dreifachtraktionen zum Einsatz. Zuletzt sei noch ein wenig der Stadtverkehr zu erwähnen, eine Etage über der S-Bahn halten die U-Bahn-Linien U4 Bockenheimer Warte Enkheim und U5 Hauptbahnhof Preungesheim. Sie verkehren je nach Wochentag in einem jeweiligen 15, 10, 7,5 oder 5-Minuten-Takt und ergänzen sich zwischen dem Hauptbahnhof und der Konstablerwache, sodass hier im Berufsverkehr wie bei der S-Bahn ein 2,5-Minuten-Takt angeboten wird.
eingesetzt werden auf beiden Linien die U5-Triebwagen. Auf dem Bahnhofsvorplatz halten zudem die Straßenbahnlinien 11 Höchstzugschwertstraße Fechenheim-Schießhüttenstraße, 12 Spanheim-Rheinlandstraße Hugo-Junkers-Straße, 14 Gallus-Gustavsburg-Platz Bornheim-Ernst-May-Platz, 16 Genheim-Offenbach-Stadtgrenze, 17 Rebstock-Bad Neu-Isenburg-Stadtgrenze und 21 Niedkirche-Stadion-Straßenbahn. Es kommen die Straßenbahnwagentypen R und S sowie auf der 17 zum Teil auch P zum Einsatz. Wie auf der U-Bahn variiert der Tag je nach Tageszeit und Wochentag. Ebenfalls vor bzw. auch neben dem Bahnhof fahren auch noch viele Stadt- und Regionalbuslinien ab. Damit wäre ich jetzt auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.